Okay, das war jetzt mal ganz komisch. Andockvorgang Liebe erfolgreich. Im Gedanta, Namen ja. des Priesterimperators Xar heißt unser Priesterherzog alle Freunde an Bord willkommen. Verbindung Ein zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. stinknormaler Demeter. Dann halt ein Schürfer, ist mir jetzt los. Ist mir jetzt echt egal. Er wollte gerade irgendwas sagen. Energie besser. Laderaum, Ruder, Triebwerkstuning. Installiert Boosterweiterung. Installiert. Triplex-Scanner. Installiert. Handelssoftware MK2. Handelscomputer. So, jetzt haben wir ein Schiff hier angedockt. Bertas Kurier. Jetzt speichern wir mal wieder, denn speichern ist das Gamers Lust. Keine Ahnung. Was ist das für ein Schiff eigentlich? Nein, ich will das Spiel nicht verlassen. Das ist schwere Nemesis, ne? Militär, Zeus. Irgendwie von der Seite sah das Schiff im Moment richtig cool aus. Aber nachdem er weiß, es ist ein Zeus, ist es nicht. Cool. Kommandos. Position Docker an. Warum kann keins bei mir andocken? Und können bei mir nur Militärschiffe andocken? Wie soll ich denn Energiezellen an mein Schiff bekommen? Fragen über Fragen. Das ist natürlich doof. Doch Hangars. Vor allem, woher hätte ich denn die Hangars überhaupt? Da hinten. Ja, da würde doch eigentlich ein Transporter reinpassen. Was ist so? Na, jetzt können wir gerade wieder andocken. Ich muss mal gucken, ob ich irgendein Militärschiff mit reinpasse. Ah, dann kriegt. Boah, wie ewig das dauert. Nee. Sie sprechen positiv. Bitte docken Sie an. Andockerlaubnis erteilt. Einfach mal eine M4 kaufen und dann gucken wir mal. Boah, das wusste ich gar nicht, dass das Andockvorgang alles natürlich nicht erfolgreich. geht. Im Namen des Priesterimperators Xar heißt unser Priesterherzog alle Freunde an Bord willkommen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. 160 Einheiten. Holen wir uns einfach den Theseus. Laderaum erwartet. Triebwerk. Dann dicke Bertha, Big Bertha. Alpha, ich kann nicht mehr Alpha schreiben. Alpha Leader. Die müsste aber schon an mich. Also so ein Schiff sollte schon an mich andocken können. Was natürlich ich nicht weiß, ob ein Militärtransporter an mir da andocken kann. Der kann Andockerlaubnis andocken. erteilt. Kommando akzeptiert. Ja, jetzt wird er dann richtig schwierig, Energiezellen zu bekommen. Ich müsste mich echt mal informieren, was kann alles andocken. Ich meine, ich kann nicht mal kurz machen. Das Spiel geht ja gar nicht weiter. Spiel mir noch laufen lassen. Nicht. Jetzt werdet ihr zwar keinen Sound haben, ist aber nicht schlimm, ich muss halt nur kurz auf Size. Aber ich guck mal kurz, dass mein Schiff sich nicht mehr bewegt. Alter.
Nicht. Nicht. Schiffstabelle für den Panther. Split im Chiem absicken. Hangars. Muss man halt mal so Google fragen. Hangar X Lexikon. Können nur Militärschiffe. Alle mit zwei Jägern aufnehmen, okay. Okay. Also anscheinend. Oh ja, jetzt geht wieder Musik los. Anscheinend kann ich. Warum bewegt er sich noch? Habe ich nicht gesagt, dass er aufhört sich zu bewegen. Kann man wirklich nur Militärschiffe M4, M5 und M3 andocken. Wie sehe ich das eigentlich? Dann war der eigentlich für umsonst. Fliege der mal irgendwo hin. Ich sag mal, was die Boston will. Dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie genug Energiezellen zusammenbekommen. Aber ich. Warte mal, wir haben ja Bergungsversicherung, ne? Also, ja, es ist nicht so schlimm. Dass wir genug Bergungsversicherung. Bläh. Genug Dings zusammenbekommen. Energiezellen, um ein bisschen zu springen zu können. Erreiche System, imperialer Grenzbereich. Ich habe zwar das Gefühl, das kann richtig lange dauern. Sonnenkraftwerk. Sonnenkraftwerke. Sonnenkraft. Sonnenkraft. Andockerlaubnis verweigert. Das ist schlecht. Wo man sagen kann, wenn ich mal einen vollen Hangar habe von 32 Schiffen, dann geht das eigentlich relativ zackig, wenn ich alles nur sage. Kauf mal was, komm mal zurück. Ich muss auch auf die andere Seite von der Station, sonst ist ja mein Schiff beim Abdocken vor den Umweg fliegen. Aber das Krasse ist ja, dass die M7 ungefähr so wendig ist wie unsere Centaur. Wenn man sich's überlegt, die M7 ist eigentlich viel größer. Ah, falsche Richtung. Dass wir ungefähr in der anderen Klammer sind. Schauen wir mal. Und genau das Teil hier. Ah. Dahin, dahin. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Ach, die kommen da auch raus. Das wäre richtig geil gemacht. Das ist richtig toll gemacht. Ich glaube, ich kann dem aber nicht sagen, dass er handelt, wenn mir das Upgrade fehlt, ne?
Alles Computererweiterung nicht installiert. Wo kriege ich die denn her? Kriege ich das von einem Paranoiden? Wir können im Paranoid-Sektor Raum. Jupp. Dann springen wir nochmal dahin. Sprungantrieb wird geladen. Holen uns die Handelscomputererweiterung, gehen wieder hier hin, holen uns dann langsam Energiezellen, was ewig lang dauern wird. Es sei denn, wir haben halt später mal genug in Vieren zusammen. Dass es relativ schnell geht. Erreiche System, Paranoid Prime. So, da sind wir wieder. Ja, hat er kurz das Telefon geklingelt. Kann ich nichts hören. Ach, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach ja, wir wollten eine Erweiterung haben. Wir lassen einfach auch mal den. Autopilot aktiviert. Wie heißt er? Autopilot mal versuchen anzudocken. Aber bleibt wahrscheinlich auch nur beim Versuch. Ach du meine Güte. Jetzt dockt er auch an oder was? Oh, wollte mich eigentlich ohne piepen. Ja, jetzt muss er auch mit andocken. Der wird dann wahrscheinlich beim Abdocken irgendwas kaputt machen und dann sterben wir mit. Ist mir auch schon mal passiert, dass eine Mammut ein komplettes Schiffswerf zerlegt hat. Handeln. Handelsvorgaben erfolgreich. Im Namen des Priesterimperators Xar heißt unser Priesterherzog alle Freunde. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Was steht denn hier? Mineralienkollektor. Triebwerksscanner, so. Und auf geht's. So, jetzt springen wir nochmal hier hin. Aber wir springen einfach nur zum Süden und fliegen dann nochmal rückwärts durch. Den Trick kennen wir ja langsam. So. Boah. Fast wieder mit was. Das ist so ein bisschen das Problem. Mit der Tatsache, dass wir so ein riesiges Schiff haben. Ich habe irgendwie immer so ein bisschen Angst, dass wir, wenn wir in irgendein System kommen, dass wir dann irgendwo dagegen fliegen und dann, boom, sind wir erstmal kaputt. Wäre nicht so dolle. Aber könnte man dann auch nicht. Mineralienscanner. Ändern. Natürlich muss genau jetzt ein Schiff fliegen, wo ich das sage. Gehen wir hier auf Kekse. Ja, wir haben jetzt schon fast drei Ingame-Tage. Gut, wenn man sich überlegt, wie viele Folgen haben wir? Wahrscheinlich mit der so 137, 136. Vielleicht 138, weiß ich gar nicht. Also mit der letzten Aufnahme, die ich gerade mache. Ja, ich glaube, wir werden manuell hinfliegen. Vielleicht ist dann das schöne Paranidenschiff weg. Warum scroll ich eigentlich? Tor, imperialer Grenzbereich. Muss ja nicht sein. Ah, manuell schlau. Hat sich gerade angehört, als wäre irgendwas gegen irgendwas geflogen. Ah, diese Paraniden. Fliegen sie mal weg. Ach, diese großen Schiffe. Das ist halt. Boah, ey, wie viele Schiffe kommen denn noch? Ja, das wird noch ganz lustig. Ja. Jetzt kommt noch ein Schiff. Boom. Ich glaube, wir werden so viele Ringe verlieren mit der Pante. Erreiche System. Imperialer Grenzbereich. Hey, wir haben es überlebt. Sonnenkraftwerk. Fliegen wir mal langsam hin.
Ja.